Crazy Maus und Power Tower. Kirmesrausch in Basel. Die Schausteller sind wieder da. 10 Tage dauert der Aufbau. Ein knallhartes Geschäft in schwierigen Zeiten. Neue Karussells sind rar. Die Sicherheitskontrollen werden immer strenger. Herbstmass ist ein Zauberwort in Basel. 16 Tage lang lockt die größte Kirmes der Schweiz mit Lichterglanz und Attraktionen. Treffpunkt Traum und Rausch für die Besucher, eine begehrte Station auf ihrer Tournee für die Schausteller. Ob man das jetzt so im Blut hat, kann man vielleicht so süffisant sagen. Aber das ist wie bei einer Metzgersfamilie oder bei einer Bäckersfamilie, denke ich auch. Wenn man es von klein auf erlebt, von der Pike praktisch mit aufmacht, ist ja auch was erschaffen worden und das möchte man dann auch irgendwie weitererhalten. Ob schon immer wieder totgesagt, läuft das Kirmesgeschäft. Allerdings nicht für alle so gut wie für Hans-Peter Meyer, den Besitzer dieses Space Rollers. In der Szene nennt man ihn auch den Millionen-Meyer. Eine richtige Messe oder eine richtige Kirmes stirbt nicht, das brauchen die Leute. Trotzdem, dass sie nach Las Vegas fahren können und die umliegenden Parks, die ganz verrückten Achterbahnen, sie fahren genau gleich hier auch auf der Achterbahn. Da ist Messe, da geht man und da fährt man auch. Spieltag ist Zahltag, heißt Meyers Motto. Man wird nie reich. Aber was ist reich? Man muss glücklich sein. Und wenn man gut essen kann jeden Tag und gesund ist, das ist eigentlich reich. Fünfzig verschiedene Karussells drehen sich für groß und klein. Darunter das höchste mobile Riesenrad der Welt von Peter und Violetta Hablützel. Wir vermitteln den Menschen Freude, Abwechslung, Spaß. Und ich denke, das können wenige Leute. 10 Tage vor Kirmesbeginn. Auf dem Münsterplatz haben Peter Hablützel und seine Arbeiter aus Südosteuropa bereits mit dem Aufbau des Riesenrades begonnen. Das 450 Tonnen schwere und 60 Meter hohe Fahrgeschäft kann nur dank ausgeklügelter Konstruktion innerhalb nützlicher Frist aufgebaut werden. Peter Hablützel hat sein 8 Millionen Franken teures Riesenrad selber entworfen und nach seinen Anweisungen bauen lassen. Den Aufbau bewältigt er mit Unterstützung von 4 Arbeitern. Es gibt überhaupt kein Ablaufschema. An jedem Ort hat man ein anderes Anforderungsprofil von örtlichen Gegebenheiten zum einen aber auch vom Personal. Dadurch, dass ich natürlich nicht einen 12-Monats-Betrieb habe, bin ich angewiesen auf Teilzeitarbeitskräfte, Aushilfen und so weiter. Das heißt wiederum, ich muss die Leute immer im Auge halten. Es wird im Team gearbeitet, also es gibt keine Arbeiten praktisch, die ein Einzelner alleine ausführt, sondern immer in der Gruppe, damit ich immer alles im Auge habe. Wenn es natürlich rund um die Uhr regnet, dann geht es nicht wie in manch anderen Berufsgattungen, dass man Ausfall macht oder pausiert in der Regenzeit, sondern dann müssen die an und für sich im Gang zuschalten. Und das ist sicher nicht immer einfach, weil die Zeit läuft, oder? Wir haben nur ein gewisses Zeitfenster zur Verfügung. Und somit müssen wir in dieser kurzen Zeit die Maschine startbereit haben. Das Rad wird wie ein Fächer aufgebaut. Für einmal zeigt sich sogar die Sonne. Doch die Aufhellungen sind von kurzer Dauer. Insgesamt 20 Speichen, jede fast 30 Meter lang, werden hochgezogen. Präzisionsarbeit in schwindelerregender Höhe. Die Speichen werden mittels Querverbindungen fixiert. Am 4. Aufbautag nimmt das Riesenrad langsam Form an. Die Betriebskosten sind natürlich so enorm, dadurch, dass das Produkt Riesenrad in 24 Container verladen ist. Das heißt, wir müssen von der Bahn das ganze Material zwischenlagen, weil die Veranstaltungsorte nicht über diesen Platz verfügen. Und dann
ein Teil um das andere vom angemieteten Gelände zu holen auf den Standort, an dem wir montieren. Noch 4 Tage bis zur Herbstmesse. Nach und nach kommen nun auch die anderen Schausteller. Der Aufbau in Basel ist besonders kompliziert, weil sich alle 8 Kirmesplätze mitten in der Stadt befinden, wo die räumlichen Verhältnisse eng sind. Zu den beliebtesten Standplätzen für Fahrgeschäfte gehören in Basel der Münsterplatz, die Kaserne und der Vorplatz. Das Zusammenstellen einer attraktiven Kirmes ist eine Wissenschaft für sich. Nicht alle, die sich für einen Standplatz in Basel bewerben, werden berücksichtigt. Die Herbstmesse ist ein komplexes Gesamtkunstwerk, als dessen Schöpfer Platzmeister Beat Wüthrich agiert. Wir überlegen uns, welche Bevölkerungsgruppe dort auf diesen Platz kommen soll, Familien oder Jugendliche und so weiter. Und dann geht man mal ran und schaut, welche Gesuche reingekommen sind. Und dann überlegt man, was sind das für Geschäfte, wie sehen die aus, passen sie in der Bewegung zusammen, im Licht, wie sind sie beim Publikum beliebt. Und da ist sicher ein Quäntchen Erfahrung dabei, ein Quäntchen Rückfrage bei Kollegen und ein Quäntchen Diskussion mit all diesen Leuten, die die Plätze wirklich dann beschicken, also die Schausteller und natürlich ein ganz großes Quäntchen Wünsche des Publikums. Das sind ja die eigentlichen Könige, die dann bestimmen, was sie wirklich wollen. Schön, dass Sie in Basel sind. Ja. Oh, das ist schön, das freut mich auch. Also schauen Sie den Topspin, wenn wir jetzt hier hin. Beat Wüthrich, der Herr der Basler Herbstmesse, empfängt seine Gäste persönlich. Wer das Glück hatte, in diesem Jahr zu den Auserwählten zu gehören, hat sich an die Anweisungen des Platzmeisters zu halten. Kontrollieren, befehlen, beraten und schlichten. Im strömenden Regen hetzt der Chef von Platz zu Platz. In diesen Tagen ist Beat Wüthrich der gefragteste Mann von ganz Basel. Ja, Rosi, ich bin jetzt im Moment da. Ja, ist gut. Ja, ist gut, danke. Front vorne, fünf Ecken, Quarzanola und dann Abwinkel gegen hinten. Das ist gut, ja. Wir haben hier hinten die zentrale elektrische Versorgung. Alles muss nach Plan gehen. Ohne genaue Logistik würde das Chaos ausbrechen. Wir tun alles verschärfen. Sie haben 20 Meter 5. Ja. Und dann haben Sie noch mal 1 Meter, circa, bis Sie zum Rand kommen dort. Das hätte sie also wirklich reinkommen. Die Schausteller hier in Basel auf diesen 7 Plätzen und in der Halle, das sind doch über 450 Einheiten, die wir da haben. Das ist wie eine große Familie und wenn ich ein Vater bin, dann bin ich sicher vielmals ein lieber Vater, ein verständiger Vater. Manchmal muss ich auch wirklich durchgreifen, denn wenn 2 Kinder in Rage geraten und auf sich losgehen, dann muss der Vater halt einschreiten. So. Wo es der Sache dient, ist Wüthrich aber auch offen für Improvisation. Und dann schwingt er so und dann sieht man. Und dann ist das besser, wenn man. Haben Sie recht, ja. Für Sie ist es besser. Und für Mess auch, oder? Jawohl. Das ist gut. Schließlich sind alle daran interessiert, gute Geschäfte zu machen. Der Standplatz für ein großes Karussell wie dieses kostet in Basel rund 30.000 Franken. Geld, das während der 16-tägigen Spielzeit wieder hereinkommen muss. Heute wissen wir nicht, welches wird der beste Platz dieses Jahr. Man meint der Vorplatz, aber auch letztes Jahr war dann so, dass die Kaserne fast besser war als der Vorplatz. Jetzt ist der Vorplatz wieder anders bestückt durch die Umstellungen. Jetzt kann sein, dass der Vorplatz wieder besser wird als die Kaserne. Aber das ist sehr schwierig. Aber natürlich, auslesen kann man nicht und irgendwann muss man auch zufrieden sein. In Basel dabei zu sein, ist bereits ein Erfolg. Trotz hoher Platzgebühren lohnt sich hier der Kirmesbetrieb noch. Doch der Kampf ist hart. Von insgesamt 1.500 interessierten Schaustellern und Marktfahrern erhielten schließlich rund 400 den Zuschlag. 50 davon Karussellbetreiber. Gerade für sie ist es angesichts der wirtschaftlich angespannten Lage oft eine Existenzfrage,
ob sie in Basel einen Standplatz erhalten oder nicht. Sicherheit war schon immer ein wichtiges Thema auf den Kirmesplätzen. Heute ist die Sicherheitskontrolle in Basel streng geregelt. Bevor es losgeht, werden alle Fahrgeschäfte vom TÜV München und dessen Schweizer Tochtergesellschaft Swiss TS einer Prüfung unterzogen. 3 Tage lang sind 8 Spezialisten auf den verschiedenen Plätzen in Basel unterwegs. Sobald ein Fahrgeschäft fertig aufgestellt ist, kommen die Prüfer zur sogenannten Gebrauchsabnahme. Unser Ziel ist es hier von der technischen Seite her zu schauen, dass diese Anlagen keine Mängel aufweisen. Wir helfen eigentlich als Unabhängiger nochmal an diese Geräte hinzuschauen und mit den Betreibern zusammen die letzten Probleme dann auch zu beheben. Aus unserer Erfahrung heraus wissen wir etwa, wo wir hinschauen müssen. Aber auch da ist klar, es ist und bleibt eine Stichprobe. Es ist auch nur das, was wir von außen sehen können. Jedes moderne Fahrgeschäft verfügt über ein eigenes Prüfbuch, in dem die ganze Technikbeschreibung enthalten ist. Angaben wie zum Beispiel die Drehzahl pro Minute werden bei der Abnahme durch den TÜV nachgemessen. Solche Gebrauchsabnahmen gehören heute auf allen größeren Kirmesplätzen zur Routine. Was den Besitzer des Freifallturms aber nicht davon abhält, den entscheidenden Fahrtest an seinem Geschäft selber auszusetzen. Letztendlich bin ich dafür zuständig für die Sicherheit. Ein TÜV kann prüfen. Aber er kann natürlich nur am Anfang prüfen. Er ist natürlich nicht 16 Tage lang dabei. Deswegen ist es so, dass man also als Schausteller schon da jeden Morgen ein bisschen drauf Wert legen muss und die Sicherheit da prüfen lässt. Allerdings muss ich auch dazu sagen, wissen Sie, bei dem Power Tower, gerade bei dem Power Tower, da ist wird die Sicherheit so groß geschrieben, dass wenn eine Schraube, eine sicherheitsrelevante Schraube, sich gelöst hat, habe ich oben ein Computerprogramm und die Kiste setzt sich nicht mehr in Bewegung. Dann endlich ist es soweit. Jeweils am Samstag vor dem 30. Oktober mittags punkt 12 Uhr greift der Glöckner der Kirche St. Martin zum Jagdhorn und läutet nach altem Jahrmarktsbrauch die Herbstmesse ein. Auch der Wettergott hat endlich ein Einsehen. Die 534. Basler Herbstmesse beginnt mit einem verheißungsvollen Auftakt. Der Schwanensee auf dem Münsterplatz ist ein Renner bei Groß und Klein. Sein Besitzer ist ein waschechter Basler und stellt sein Karussell jedes Jahr hier auf. Andere Attraktionen, wie zum Beispiel das Piratenschiff aus Deutschland, sind zum ersten Mal in Basel. Es herrscht Hochbetrieb. Und das ist gut so. Die Basler Herbstmesse rechnet mit 1 Million Besucher und einem Gesamtumsatz von rund 50 Millionen Franken. Nun nimmt auch das Riesenrad seine Gäste mit auf die Reise. 60 Meter geht es hinauf. Oh, ich sehe ein Boot. Da war die früher, ja. Wir sehen immer noch. Ach so, ich denke, wir können Tonspital. Also, das Geschäft läuft auch hier. 8 Franken pro Person kostet eine Fahrt mit dem größten mobilen Riesenrad der Welt. Für Familien gibt es eine Vergünstigung. Die Überlegung ist ganz klar, wenn die Mutter an die Kasse kommt und sieht die Differenz, dass die Differenz klein ist und die ganze Familie mitfahren kann, dann ruft sie den Vater. Oder dann nimmt sie noch das kleine Kind mit, das sonst draußen bleiben muss, oder? Und es geht nicht nur darum, dass der eine oder andere
auch mitfährt, sondern ich denke halt, es ist oder es animiert auch für die Zukunft viel mehr, wenn es ein Familienereignis ist und nicht nur, in Klammern gesetzt, ein Einzelpersonenereignis. Langsam wird es Nacht. Die jungen Gäste strömen in Scharen auf den Kasernenplatz. Eine Hauptattraktion dieses Jahr, der 66 Meter hohe Freifallturm. Der höchste seiner Art und erstmals in Basel. Die Rekommandeure an ihren Mikrofonen werben jetzt um die Wette. Das Rekommandieren ist eine ganz besondere Kunst, auf die sich ein Schausteller verstehen muss. Der Konkurrenzkampf auf dem Kirmesplatz ist hart. In diesem rauen Geschäft überlebt nur, wer zäh ist. Wie ich die Schulzeit beendet hatte, war das ganz klar eine Männerwelt. Da waren nur Männer am Mikrofon, da waren nur Männer die Chefs in ihren Geschäften. Und ich habe sehr viel von meinem Vater. Ich bin sehr temperamentvoll und ich bin sehr ehrgeizig. Und ich habe mir gedacht, nee, das, was die können, das kann ich auch. Nur am Herd stehen, ein bisschen kochen und Kinder kriegen, das ist nicht mein Job. Und so habe ich mich einfach dann durchgeboxt und ein bisschen Ellenbogen links und ein bisschen Ellenbogen rechts. Und habe dann auch angefangen natürlich zu regimentieren und habe natürlich auch diesen Mega-Ehrgeiz entwickelt, um denen natürlich zu zeigen, hallo, wir Mädels sind auch so tough, wir können das auch so gut. Und das hat ganz gut funktioniert. Und heute fragt da kein Mensch mehr. Ich bin voll integriert und sie fachsimpeln sogar manchmal mit Dingen über mir, wo ich es dann nicht so check. Aber dann sage ich mal, ja, ja, alles klar. Patricia Kinzler ist mit ihrem Breakdance bereits die 15. Saison unterwegs. Ihr Karussell ist Kult bei den Teenagern. Packendes Lichtspiel, coole Musik. Und natürlich die Rekommandage gehören dazu. Auf dem Kirmesplatz sind Superlative gefragt. Und immer wieder Neues und noch Verrückteres. Das ist für uns, wenn wir was Neues machen, eine Herausforderung. Ob das funktioniert, wie die Leute darauf reagieren, wie wir das auch bewältigt kriegen, wie das alles geht. Und ich hoffe schon, dass wir trotz der schwierigen Zeit noch irgendwelche Möglichkeiten haben werden, auch weiter zu investieren und so immer wieder neue Karussells auf den Markt zu bringen. Weil ich denke ganz einfach, das Gewerbe braucht es auch. Frisch aus der Werkstatt und kompakt verpackt wartet ein topmoderner Autoscooter auf seine Reise nach Übersee. Gossetto Fun and Excitement im Veneto gehört zu den ganz wenigen Herstellern von Fahrgeschäften, die es noch gibt. Trotz wirtschaftlich schwieriger Lage sind die Auftragsbücher hier voll. Man liefert in die ganze Welt. Schon als 14-Jähriger arbeitete der Firmengründer Elio Gossetto in einem Kirmesbetrieb. Vor 30 Jahren hat er sich selbstständig gemacht. Damals stieg ich abends nach Arbeitsschluss in mein Auto und fuhr noch 200-300 Kilometer, um meine Kunden zu treffen. Ich wartete, bis sie um Mitternacht ihre Geschäfte schlossen, um mein Geld einzukassieren. Wenn ich um 1 oder 2 Uhr morgens nach Hause kam, weckte ich meine Frau und wir zählten das Geld, damit sie es am nächsten Tag zur Bank bringen konnte. So bezahlten wir unsererseits unsere Schulden ab. Und ich ging morgens um 7 wieder zur Arbeit. Das war ein hartes Leben. Der Einsatz hat sich gelohnt. Heute hat Gossetto Kunden weit über Italien hinaus. Diese Geisterbahn wird eine Weltneuheit. In Auftrag gegeben hat sie ein Kunde aus Holland. Die Herausforderung für die Konstrukteure, das neue Geschäft soll sowohl groß als auch möglichst mobil sein. So entstand der Entwurf für eine kompakte, doppelstöckige Geisterbahn. Nun wird der Prototyp in der eigenen Werkstatt gebaut. 30 Leute arbeiten hier.
Ausgeklügelte Hydraulik wird später den raschen Auf- und Abbau des Geschäfts ermöglichen. Bereits montieren die Arbeiter den Träger für das zweite Stockwerk der Geisterbahn. Das Besondere? Die gesamte Anlage ist auf zwei Anhänger montiert, die mit wenigen Handgriffen für den Transport bereitgemacht werden können. Besonders in Europa ist die Handarbeit sehr kostenreich. Also muss man versuchen, die Geschäfte immer schneller auf- und abbauen können. Es ist weniger schlimm, wenn das Material selber ein bisschen mehr kostet, aber dass man nachher die Kostenarbeiter weiter herunterhalten kann. Auch das Personal bringt den Schaustellen immer mehr Probleme. Also haben sie froh, wenn sie auf eine Person verzichten können und vielleicht selber mit der Familie auf- und abbauen können. Inhalt und Fassade sind die Seele einer solchen Geisterbahn. Für jedes kleinste Detail erstellen die Künstler vorerst ein Modell. Als Grundlage dienen die Vorstellungen des Kunden und die eigene Fantasie. Später wird die Fassade dann in Polyester gegossen und bemalt. Im Hof wird derweil eine Neuheit der letzten Saison nachgebessert. Dieses Karussell war den Kindern zu lahm. Nun hat es einen stärkeren Motor erhalten. Im Test wird jetzt sichergestellt, dass die Wagen trotz höherer Geschwindigkeit nicht entgleisen. Nebenan wird ein Autoscooter zwecks Verjüngungskur vollkommen zerlegt. Das ist eine aufwendige Arbeit, die eigentlich gar nicht so dringend notwendig gewesen wäre. Das Geschäft war an und für sich noch gut in Ordnung. Auch das Eisen ist gut beieinander, es ist schon ein verzinktes Geschäft. Aber die Platzmeister wollen immer neue Geschäfte haben, wollen immer neue Fassaden, neue Bemalungen und so weiter. Und so hat es eben der Kunde hierher gebracht, damit wir eine neue Fassade draufbringen. Und da es schon mal da ist, wird es eben halt gesamt überholt. Glitzer, Farbe und Lämpchen in Basel. Auch Platzmeister Wüttrich ist wählerisch und will immer das Schönste und Neueste. Dazu braucht es aber auch einiges hinter den Kulissen. Für die immer verrückteren Fahrgeschäfte wird auch immer mehr Strom gebraucht. Jahr für Jahr werden für die 16-tägige Veranstaltung kilometerweise Kabel gezogen. Für den Power Tower reichte das nicht. Für ihn musste ein Riesengenerator gemietet und aus Holland herantransportiert werden. Ein weiterer Blick hinter die Kulissen zeigt, wie die Schausteller leben. Ich fahre im Frühjahr raus, im März, und komme wieder im Dezember heim. Also bin 10, 11 Monate unterwegs, also 10 Monate. Und dass es rendiert, am besten wäre natürlich immer in Basel, aber das haben wir leider nur einmal im Jahr. Aber da gibt es 3-Tagesplätze, baue ich auf für 3 Tage oder sogar für 2 Tage. Und dann wieder abbaut, transportiert und am nächsten Samstag geht es wieder los. Die meisten Schausteller brauchen 10 bis 12 Veranstaltungen pro Jahr, damit ihr Geschäft rentiert. Die lange Spielzeit in Basel bringt viele Vorteile. Doch nicht immer läuft das Geschäft wie am ersten Tag. Sogar der Ansturm auf die beliebte Achterbahn Crazy Mouse lässt unter der Woche zu wünschen übrig. Aber jetzt, das war's doch noch nicht, Freunde. Jetzt geht das Ganze mit Schwung, jetzt geht's erst richtig zur Sache, jetzt gibt's Auto. Dass Hans-Peter Meyer gerade mal für 2 oder 4 Passagiere sein Geschäft laufen lässt, kommt häufiger vor, als ihm lieb sein kann. Absoluter Hammer. Wollen alle eine Zugabe? Also, ich höre nichts, wollt ihr eine Zugabe? Ja, das war überzeugend. Also, ich bin gut gelaunt heute, schönes Wetter, alles Roger. Besonders schwierig wird es, wenn der Wettergott wieder verrückt spielt und Regenschauer das Publikum vertreiben. Doch die Show muss weitergehen. Rauf und runter, macht euch gleich wieder munter. Da haben wir es einig. Es ist so, wir haben einen Vertrag unterschrieben mit der Stadt, mit dem Militär und mit dem Departement hier.
Und wir haben das eingegangen, dass wir halt die Spielzeiten haben. Weil die Einkaufsläden, die haben ja auch offen, also haben wir auch offen. Nebst dem Wetter machen auch die allgemeine wirtschaftliche Lage und der Konkurrenzkampf den Schaustellern zu schaffen. Preiserhöhungen liegen, trotz gestiegener Kosten, momentan nicht drin. Die Leute sparen und überlegen sich oft zweimal, welche Karussellfahrt sie sich leisten wollen. In der heutigen Zeit haben wir wohl auch Schwierigkeiten, dass eben einfach das Freizeitangebot sehr groß geworden ist. Wir haben Konkurrenz durch Freizeitparks und durch eben ein sehr hohes sportliches Freizeitengagement, das die Leute haben. Handys und all diese Dinge, die heute dazu kommen, die sind natürlich für uns schon auch Probleme, weil das ja auch alles irgendwo Geld den Leuten aus der Tasche lockt, das uns dann nachher fehlt. Die günstigste Fahrt ist beim Autoscooter zu haben. Das lockt Kundschaft an. Trotz schwierig gewordener Bedingungen denkt Erich Wolf deshalb nicht ans Aufgeben. Bei uns ist es einfach schön, wir sind frei, wir sind selbstständig, oder? Ich kann das Zeug selber einteilen, oder? Einmal bitte. Einmal, ja. Der Kirmesbereich, das ist nur ein Teil der Vergnügungsmöglichkeiten der Gesellschaft. Also muss sich der Schausteller sehr anstrengen, damit er am Ball bleiben kann. Die Konkurrenz ist groß, die Kosten sind groß. Er wird sicher schauen müssen, dass er seine Geschäfte behalten kann. Es wird sicher auch eine Bereinigung stattfinden. Viele Schausteller werden aufhören müssen. Das glaube ich schon. Der Winterdom in Hamburg. Hier kämpfen die Schausteller mit ähnlichen Problemen. Die Betriebskosten steigen, die Besucherzahlen nehmen ab. Nur einen scheint dies nicht zu kümmern. Der Rotor ist das Fossil unter den Karussellen. Seit über einem halben Jahrhundert lockt er die Menschen in sein Inneres. Vergangenheit und Gegenwart. Guten Tag, meine Damen und Herren, liebe Kinder. Es geht wieder los. Nur rechts ist der Eingang. Und nicht drängeln, sie kommen alle dran. So, los geht's dann auch wieder. Ja. Der Zylinder dreht sich mit großer Geschwindigkeit. Ein bodenloses Vergnügen für Mutige. Der Erfinder Ernst Hoffmeister ließ sein Fahrgeschäft 1949 patentieren. In weiser Voraussicht. Der Rotor wurde zu einem Riesenerfolg. Als meine Eltern damals den Rotor von der Erfinderfamilie übernommen haben, war das sicherlich ein Glücksfall. Das hat sich heute erst herausgestellt, dass er so lange erfolgreich ist und so lange läuft. Heute erlebt der letzte Rotor, der noch durch Deutschland reist, aller Konkurrenz zum Trotz, eine wahre Renaissance. So, die Füße richtig ran an die Wand. Und los geht's dann auch wieder. Und tschüss! Also wenn in der Vergangenheit der Fokus doch eher auf dem Thema schneller, höher, weiter lag, ist zunehmend doch auch das Thema Jahrmarktsnostalgie wieder im Vordergrund. Dabei muss man natürlich berücksichtigen, dass irgendwo die Finanzierung von sehr teuren, aufwendigen Fahrgeschäften und anderen Großgeschäften auch irgendwo am Limit angekommen ist. Bei steigenden Kosten sind einfach Unsummen, die in der Vergangenheit für diese Geschäfte gezahlt wurden, nicht mehr finanzierbar. Von daher ist es eigentlich so, das ist aber auch in der Gesellschaft einfach so ein Stück weit Wandel, dass gerade dieses Thema Jahrmarktsnostalgie, ich sage immer, der alte Kettenflieger oder solche Geschäfte wie beispielsweise auch der Rote und viele andere, sehr, sehr gerne vom Publikum wieder angenommen werden. So, wer sich zutraut, dreht sich einfach auf den Bauch. Einfach rumdrehen. Langsam ab jetzt.
viel bitte, alle in die Mitte, alle zur Mitte. Alle, alle, alle. Ich wünsche euch dann auch einen schönen Abend, noch viel Spaß. Für mich Rotor, das ist wie ein Hobby, das ist, wenn man mitfährt, kann man frei sein, kann man bis richtig Spaß drin haben. Und so von hier oben auch mit den Leuten, also ich muss mit Leuten viel zu tun haben. Und daher bin ich ja wieder zum Schausteller gegangen. Ne? Einfach los! Und tschüss! Sie sahen Crazy Mouse und Power Tower. Die Videokassette ist erhältlich bei NZZ Format, Postfach 8021 Zürich oder per Fax 01 262 38 14 oder über Internet.